12 wichtigsten Warnleuchten in den Fahrzeugen. Heute sind wir hier am offenen Herzen gerade zu sehen. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der Warnleuchte für die Batterie. Ganz wichtiges Thema. Bonnie, A, wo sitzt die Batterie? Und B, was passiert, wenn die Leuchte angeht und welcher Fehler steckt dahinter? Die Batterie bei den meisten Fahrzeugen natürlich im Motorraum. Es gibt natürlich auch Fahrzeuge, wo im Motorraum kein Platz mehr ist. Dann eventuell unter der Rücksitzbank oder im Kofferraum gibt es mehrere Varianten. Also kann man nicht grundsätzlich festlegen. Ja, wenn die Batteriekontrollleuchte leuchtet, dann hat es natürlich was mit der Batterie zu tun, beziehungsweise mit der Ladung der Batterie. Jedes Fahrzeug hat eine Lichtmaschine und einen Spannungsregler und natürlich dann auch noch elektrische Verbindungen, sodass der Strom, der von der Lichtmaschine produziert wird, zur Batterie geführt wird, quasi in die Fahrzeugelektrik. Aber als allererstes kann natürlich die Lichtmaschine defekt sein, der Spannungsregler oder, wie schon erwähnt, die elektrische Verbindung. Auch ganz wichtig, die Lichtmaschine wird ja vom Motor über einen Keilriemen oder bei den neueren Fahrzeugen über einen sogenannten Keilrippenriemen angetrieben. Auch wenn der reißt oder beschädigt ist, dann kann natürlich dazu kommen, dass die Lichtmaschine nicht mehr mitbewegt wird und in dem Fall die Batterie nicht mehr geladen wird. Jetzt kann es ja auch sein, so glaube ich, wenn die Batterie ein gewisses Alter irgendwie erreicht und einfach nicht mehr die Kapazität zur Verfügung stellt, geht denn die Leuchte auch an oder springt denn mein Fahrzeug einfach nicht mehr an? Beides. Also es ist wirklich so, in den neueren Fahrzeugmodellen, gerade durch Start-Stopp-Systeme, die ganzen Umweltreinigungssysteme, die Fahrzeugbatterie wird hier durch die doch sehr kompakte und hochentwickelte Elektrik sehr beansprucht. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Fahrzeuge heute mittlerweile schon irgendwann merken, wenn die Batterie beschädigt ist und dann die Lampe auch leuchtet. Das heißt eigentlich für jeden, kommt in die Werkstatt, lasst das Thema prüfen, sodass er nicht früh morgens irgendwann mal vor dem Auto steht und das Auto springt nicht mehr an, weil die Batterie tot ist. Dann gibt es ja Fälle, wo das Fahrzeug wirklich nicht anspringt, wenn ich morgens zum Beispiel zur Arbeit möchte und in mein Auto einsteige und merke, okay, hoch geht nicht. Dann gibt es ja die Möglichkeit, dass der nette Nachbar von nebenan mir Starthilfe gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein extra spannendes Thema, was wir euch gerne im nächsten Video einmal zeigen möchten, wie das funktioniert und was ihr dabei beachten müsst. Also, bis dahin. Bis dann. Ciao.